Boah, ich denke mir gerade schon wieder, hätte ich mal früher angefangen. Ich muss heute noch so ein Projekt abgeben, hat nichts mit der Schule zu tun, aber ist ziemlich wichtig. Und ich hatte die ganze Zeit irgendwie nicht so viel Zeit dafür, beziehungsweise habe mir wenig Zeit dafür eingeplant. Und heute ist die Deadline, ich muss heute abgeben. Aber eigentlich wird es auch easy, also das schaffe ich locker. Ich fange jetzt gerade an, mich fertig zu machen. Wobei man auch sagen muss, Mascara bringt bei mir gar nichts. Und Wimperntusche, und Wimpernzange. Meine Wimpern, die lassen sich einfach nicht biegen. Keine Ahnung, es ist wirklich schlimm. Produktivitätshack Nummer 1 ist auf jeden Fall die Freistunden und auch die Pausen einfach zu nutzen. Also ich mache das ganz oft und ganz gerne so, dass ich wirklich in den Freistunden, die ich dabei habe, wenn Unterricht ausfällt oder weil ich generell in der Zeit keinen Unterricht habe, mein Buch raushole oder meinen Laptop raushole, um dann einfach die Zeit nutze, um zu arbeiten. Das hilft wirklich richtig gut, weil ich zu Hause oft nicht die Motivation habe, da noch was zu machen. Aber in der Schule muss man da sowieso da sein, ist auch oft in einer sehr guten Lehratmosphäre und das ist wirklich total hilfreich, dann dort einfach die Zeit sinnvoll zu verwenden. Weil ich aber auch immer gefragt werde, wie ich zu Hause produktiver sein kann, hier mal ein kleiner Tipp von mir. Und zwar habt ihr das Ganze wie folgt. Du sagst dir, ich darf nur A, wenn B. Zum Beispiel, ich darf nur Podcasts anhören, wenn ich dabei aufräume. Ich darf nur Netflix gucken, wenn jemand anderes dabei ist. Ich darf nur YouTube gucken, wenn es am Wochenende ist. Das heißt, du limitierst dir sozusagen die Sachen, die du nicht gerne machen möchtest und hängst etwas Produktives oder eine generelle Limitierung daran. Zum Beispiel, ich darf nur das machen, wenn ich mit einer anderen Person das zusammen mache. Weil dann ist es nämlich so eine Social Activity und dann ist es wieder okay. Ich habe es mir zum Beispiel so eingerichtet, dass immer, wenn ich mein Zimmer aufräume, ich dabei ein Hörbuch höre. Das heißt, du kannst auch sagen, wenn ich das mache, muss ich das machen. Also wenn A, dann auf jeden Fall B. Warum machst du das Essen? Weil ich einen Vlog mache, Mama. Wir haben uns an dem Tag viel Mühe mit dem Essen gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, was da war an dem Tag, aber da war irgendwas. Deswegen hatten wir da ein Festmahl auf jeden Fall. Und ich war da noch beim Training. Ich mache Kampfsport, also Taekwondo. Konnte logischerweise nicht so viel filmen. Aber ich war an dem Tag mit meiner ganzen Familie da und deswegen sind wir da mit dem Auto dahin gefahren. Das war wirklich schön und es ist immer so anstrengend, aber macht extrem viel Spaß. Also ich liebe den Kampfsport, den ich mache. Und deswegen war das auch noch eine gute Aktivität. Was ich jetzt mache, ist, dass ich Texte raussuche aus meinem Spanischbuch. Weil ich nämlich einmal die Woche Spanisch-Nachhilfe habe, beziehungsweise ist eigentlich zur Abiturvorbereitung, weil ich hatte 15 Punkte in einem Semester bisher, also 9 plus. Da brauche ich jetzt nicht wirklich Nachhilfe, aber ich möchte mich halt gerne das Abitur vorbereiten, weil ich ja meine mündliche Prüfung in Spanisch habe. Und ich werde jetzt meinem Nachhilfelehrer die Texte schicken, dass wir die zusammen durchgehen können. Wenn ihr irgendwie die Chance habt, für ein Sprachenfach zu lernen, dann macht das auf jeden Fall. Also falls es die Möglichkeit gibt, mit Leuten für diese Sprache zu reden, dann nutzt diese Chance, weil wirklich diese Nachhilfe bzw. Abiturvorbereitung, die wirklich so Prüfungsnachschlag findet, hat mir so doll geholfen. Übrigens Leute, wie ihr hier sehen könnt, ich kann jetzt auf meinem Handy endlich den Weitwinkel benutzen, was für Vlogs einfach so cool ist, weil ich filme gerade einfach mit meinem Handy dieses Video und ich finde die Qualität ist trotzdem richtig cool. Also man kann es immer noch auf YouTube hochladen. Ich habe mir jetzt hier von Apple das iPhone 14 in Gelb zugeschickt bekommen und ich finde die Farbe einfach so toll. Wisst ihr, was ich daran am nicesten finde? Eine Streberin wie ich mag am meisten das. Es passt einfach perfekt zu den Reklamheften. Die Qualität ist einfach mega gut, der Akku hält total lang, ich bin wirklich zufrieden mit meinem neuen Handy. Deswegen auf jeden Fall danke an Apple, dass ihr mir das zugeschickt habt. Ich bin wirklich, wirklich froh darüber und jetzt gerade auch für den Frühling. Ich finde, die Farbe passt so gut. Und ich denke, in Vlogs werde ich jetzt auch mal die Handyaufnahmen öfter benutzen. Durch die ganzen Details sieht man sogar, wie dreckig mein Spiegel hier einfach ist. Unglaublich. Falls ihr euch mal nicht so gut fühlt, ist wirklich mein Nummer 1 Tipp, einfach duschen zu gehen und sich so ein bisschen zu resetten. Das heißt, Zimmer aufräumen, wie gesagt, duschen gehen und so. Und das werde ich jetzt machen. Ich wollte heute sowieso noch Haare waschen, deswegen let's go. Ich werde jetzt ein bisschen Tagebuch schreiben, beziehungsweise einen kleinen Braindump machen und ein bisschen journalen. Ein Braindump ist einfach eine Liste, die ich mache mit Aufgaben, die mir gerade in den Sinn kommen oder irgendwelchen Gedanken, die ich generell einfach gerade habe. Und das hilft mir vor allem, um ja das Chaos in meinem Kopf zu beseitigen, eine Struktur zu bekommen und aber auch teilweise, um ein bisschen Ängste und Sorgen zu verarbeiten, weil man eben genau guckt, was geht eigentlich gerade wirklich ab und es auch so ein bisschen relativieren kann. Und dann mache ich noch mit Flo draußen. Ich gehe jetzt gerade mit Flo raus, Flo ist mein Hund und ich war gerade so müde.
Ich bin gerade wirklich fast eingeschlafen, aber ich dachte mir so, okay, bevor ich jetzt einschlafe, gehe ich kurz mit Flo raus. Weil nach einem Spaziergang bin ich eigentlich immer so energized, habe wieder neue Energie. Und weil ich diesen Umgebungswechsel so interessant und hilfreich finde, war ich auch in den nächsten Tagen einmal in einem Coworking-Space und habe mal versucht, dort zu lernen. Und natürlich habe ich auf dem Weg wieder was gelesen. Ich lese gerade wieder die Jane Austen-Bücher, hier Stolz und Vorurteil. Und habe dann in diesem Coworking-Space ein bisschen ja, Videos geschnitten, dann auch für meine anderen Klausuren gelernt und fand diese Atmosphäre mal ganz spannend, einfach zu gucken, wie es ist zu lernen, wenn man Leuten zusammen lernt, die man aber auch gar nicht kennt. Also ein bisschen so das Café-Feeling, aber nochmal intensivierter und auch mein Spaziergang nach Hause war ganz gut. Also mein Fazit, das ist zwar cool, aber der Weg war echt lang. Also ich bin da 2 Stunden irgendwie umhergefahren, was ein bisschen dann doch redundant wirkt. Ja, wenn ich halt eigentlich nur lerne, was ich auch zu Hause hätte machen können. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich filme mir gerade auf meinem neuen iPhone und die Qualität ist so gut, Leute. Das ist wie, als würde ich mit einer richtigen Kamera filmen. Ich sehe mir sogar mein Make-up total verschmiert ist hier oben. Oh nein. Vielen Dank fürs Angucken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald wiedersehen. Also vergesst nicht zu abonnieren und bis dann.